Hallo, liebe Freunde des Medievalen. Ich bin wieder mal unterwegs. Diesmal in Selb. Ihr braucht euch nicht zu wundern. In Selb, da muss ich unterwegs sein. Das sind 250 Kilometer. Ich wohne in Niederbayern. Aber ich bin ja hier in Selb, um jemanden zu besuchen. Den kennt ihr, wenn ihr auf dem Medieval wart, fast alle. Und zwar den Admiral der Goldbergbucht. Ahoi, ihr Landratten. Willkommen bei mir zu Hause. Ja. Das Ruder soll man uns jetzt denken, ja? Ja, das Floß ist ein Segelboot, da braucht man ja keine Ruder. Ja, der Admiral war ja nicht immer Admiral. Nein. Den Titel hat er sich ja gestohlen. Erarbeitet. Gestohlen. Ulf, wie lange bist du denn schon beim Festival? Das ist jetzt dann mein 11. Jahr. Das erste habe ich verpasst, da ich dann noch in einem zarten Alter war, auf dem ich auf der Realschule war. Und in der Abschlussklasse und damit auf Abschlussfahrt. Kann man nicht alles haben, aber seitdem bin ich eigentlich dabei. Ein Jahr musste ich leider aussetzen, aber seitdem bin ich da. Anfänglich als Stagehand auf der Schlossbühne, nur kurz zum Aushelfen. So ist das. Kommt man mal kurz zu mir, der Wald kommt man immer weg. Hm? Ja, ich kann euch einen Tipp geben, Freunde. Wenn ihr des Nächtens im VIP-Zelt seid, solltet ihr niemals zu viel getrunken haben. Vor allem nicht, wenn ihr diesen Mann in die Hände fallt. Weil da kommen immer so blöde Ideen, ja? Mhm. Weil, da kam mal so eine Idee von so einem Floß auf dem See. Und dann kam er und sagt, ich baue dir das. Kein Ding. Und dann war es irgendwie erst so eine ganz kleine Sache irgendwie und dann ist das. Klein geht bei mir nicht. Ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, kann man sagen. Deshalb habe ich auch keins. Und ja, jetzt haben wir doch tatsächlich das geschafft und haben die Goldbergbucht mit Europas einzigen TÜV-eingetragenen und registrierten Piratenfluss. Und eine klasse Rumba drauf. Ja. Genau, die Rumba. Die Rumba für Kenner. Keine einfache Schnapsbar, wo du den billigen Fusel kriegst, sondern richtig exklusiven Rum. Aber passt auf, ich habe mir sagen lassen, wenn man da Wasser bestellt, da passieren ganz schreckliche Sachen. Man bekommt genau das, was man will. Der ganze See ist voll davon. Und man kann förmlich baden darin. Mhm, über die Planke gehen. Das ist so ein blödes, altes, Tradition? Tradition, richtig. Tradition, ja. Wir kommen ja immerhin zum Feiern aus Medieval und nicht zum Nicht-Feiern? Ich weiß nicht. Rum, Freunde, ist die Devise. Die Goldbergbucht, für alle, die es nicht wissen, ist ein Außenbereich des Festival Medieval, der ohne Eintritt zugänglich ist. Das haben wir damals begründet, um ja, als Dankeschön für die Bevölkerung von Selb und Umgebung, dass wir so gut aufgenommen worden sind. Da dachte ich mir, ja, das wäre was für Leute, die sich das große Festival nicht leisten können, da auch ein bisschen teilnehmen zu können. Und Ulf hat dann von Anfang an das umgesetzt und ist jetzt seit ein paar Jahren der Chef da. Wie hat sich so entwickelt? Also wie du sagst, ich bin selbst ja auch aus Selb und war deshalb immer ein größer Fan von dieser Idee. Und anfänglich waren wir ein bisschen holprig unterwegs, so im ersten Jahr. Das Wetter, Fortuna, war uns auch nicht ganz hold, sage ich mal. Aber seitdem geht es steil bergauf. Und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was wir machen sollen. Ich hatte im letzten Jahr das Gefühl, von innen platzen die Nähte der Goldbergbucht. Es wird so klasse angenommen seitens der Leute aus dem Umkreis, der Besucher, die aus Selb kommen, um nur hier zu schnuppern, die Goldbergbucht an sich lieben als eigenständigen kleinen Bereich. Leute vom Festival, die immer wieder gern kommen, mit denen Freundschaften entstanden sind. Und es hat sich wahnsinnig etabliert. Es ist ein toller Bereich. Das heißt, für die Leute, die es jetzt da draußen noch nicht können, was gibt es denn da alles? In der Bucht ist für das leibliche Wohl auf jeden Fall bestens gesorgt. Wir hatten schon leicht angedeutet, dass es den einen oder anderen Tropfen Rum gäbe. Und zwar nicht nur auf dem Piratenfloß mit 19 exklusiven Sorten Rum. Nein, es gibt auch eine Kokosnussbar mit, wie der Name schon sagt, exklusiven Cocktails aus Kokosnüssen, natürlich eine Schenke mit Bier, Limonaden, was das Herz begehrt,
Essen, Lagergruppen und 111 Konzerte und Shows. 111? Oh nein, das sind deine. Aber auch wir haben Konzerte, Shows, Acts, Feuerkünstler, was das Herz begehrt, natürlich in einem kleineren Rahmen. Raubvogellager? Raubvogellager, wundervoll. Shows. Also, bisher hatten wir ja diese Falkner-Vorführungen draußen und drin. Dieses Jahr wird es nur noch in der Goldbergbucht gehen, ganz exklusiv. Mhm. Was heißt dafür, dass du es exklusiv kriegst? Ich behandle deine Tochter gut. Naja. Also. Auf jeden Fall ist es so, dass sich die Bucht entwickelt hat, wie das Programm auch. Aber in den letzten Jahren sind Kosten für Programmanteile extrem gestiegen. Hat was damit zu tun, dass Bands auch nicht mehr so viel verdienen an Tonträgern und so weiter. Das heißt, die Live-Kosten für Bands sind unheimlich angestiegen. Auch alle anderen Kosten. Also es wächst uns langsam über den Kopf. Da haben wir dann überlegt, ja, was machen wir denn? Nehmen wir jetzt Eintritt für die Goldbergbucht, aber nein, das ist ja der Sinn weg, ne? Richtig. Ja, das ja. Auch weil, nein, er will ja nicht von euch kassieren, er will ja dann rauben. Also wenn er da hingeht, abzocken. Die Taschen wären eh leer, ja, da gibt es so viele Sachen zum Ausgeben. Also das mit dem Eintritt lassen wir. Also sind wir auf eine ganz andere Idee verfallen. Das heißt, dieser ungehobelte Kerl ist jetzt auch noch Vorsitzender eines ganz seriösen Vereines, den wir heute gegründet haben. Ulf, erzähl doch mal, was wir da heute geplant haben. Ja, ihr könnt mich jetzt in einem Sakko euch vorstellen. Und zwar haben wir heute... Nein? Okay, lassen wir das. Den Verein zur Förderung kostenloser Kunst und Kultur e.V. gegründet hier in Selb. Und der Verein tut genau das, was der Name schon sagt. Wir sammeln Gelder, um eben Kunst und Kultur zugänglich machen zu allen. Und die Goldbergbucht bietet das. Ja. Vieles wird da hineinfließen, es muss nicht alles in die Goldbergbucht fließen. Wir werden auch andere Projekte unterstützen, so dass Geld da ist. Aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir wollen, dass die Goldbergbucht kostenlos bleibt. Und dafür brauchen wir euer Geld. Also das Ganze ist ein gemeinnütziger Förderverein. Wir sind heute gegründet, bis er eingetragen ist und das alles durch ist, wird es noch ein klein wenig dauern. Also ihr könnt schon mal Geld auf die Seite legen, dass ihr uns dann überweist, wenn es soweit ist. Weil wir brauchen euch, damit diese Goldbergbucht weiter so existieren kann. 10.000 Euro nur für die Programmanteile, ohne die ganzen anderen Unkosten wie Zäune und Logistik und bla bla bla. Ist halt einfach nicht reinzukriegen, einfach nur durch Getränke. Ja. Das ist so. Und dann sagen die zu mir, Pirat. Ja. Also denken wir, es wäre schön, wenn alle diejenigen, die meinen, die Goldbergbucht müsste unbedingt kostenfrei für alle offen bleiben, können sich entweder Mitglied im Förderverein werden und damit regelmäßig einen kleinen Beitrag zahlen oder natürlich auch spenden und den von der Steuer absetzen. Das passt wieder für Daten, oder? Ja. An den der zahlt er eh keine Steuern. Also das ist, für den ist es... Servus. Das Finanzamt. Naja, wohl, du hast dich ja selbstständig gemacht, oder? Ja, da zahle ich genug Steuern, dann reicht es doch wohl, wenn ich als Pirat keine zahle. Ja? Ich als Designer muss zahlen, als Pirat. Ich weiß nicht, wie der das alles unter einen Hut kriegt, ne? Ich meine, Goldbergbucht, Designs, da muss man sich auch noch was überlegen, ja, noch mehr Zeit und Ruhe, ja. Und dann ist er ja auch noch hier mit den Blackbeards unterwegs und immer erfolgreich. Im ganzen Land seid ihr ja schon unterwegs. Bis in Hamburg, habe ich gehört. Ja, von Nord bis Süd, überall im ganzen Land, genau. Und der Rest der Zeit fordert wohl doch deine Tochter. Meine Tochter? Ja, gekapert. Ach, deswegen kocht die jetzt bei dir? Ja. Ich glaube, ich muss mir eine neue Assistentin suchen. Ja, möglicherweise. Möglicherweise. Aber bis dahin, wie gesagt, wir werden euch demnächst dann bekannt geben, wenn wir das Konto eröffnet haben. Richtig. Irgendwo muss die Kohle doch hin. Genau. Also, wenn ihr die Goldbergbucht unterstützen wollt,
wisst ihr jetzt wie. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wir sehen uns spätestens im September bei mir auf dem Floß, auf den einen oder anderen Cocktail. Oder auf dem Festival Mediawahl vor den großen Bühnen. Genau. Ihr habt bis euch dahin. Wohl. Sehr zum Wohl. Man kommt hier einfach nicht weg, ohne was zu trinken.